Hallo und herzlich willkommen zum ersten 1 gegen 1 Duell der DDD-Reihe, also beziehungsweise 2.0, weil das Deck ist ja, wie soll ich sagen, überholt worden. Also es hat ja jede Menge neue Support bekommen. Das ist jetzt aber zwar auch schon eine ganze Weile her und der, ja, ich sag mal, Zeitpunkt, an dem das Profile dazu rauskam, ist jetzt auch schon ein bisschen her. Allerdings muss ich dazu erklären, wir hatten eine komplette Aufnahmereihe, also die komplette Reihe fertig aufgenommen in allen Spielen. Und da hatten wir dann das dezent beschissene Problem, sage ich jetzt mal, dass die Videodateien am Ende wesentlich kürzer waren als die Sounddateien. Das bedeutet, ich habe da halt noch munter vor mich hin erzählt und so, und das Spiel war schon lange vorbei. Das ist jetzt zugegebenermaßen ein bisschen ungünstig. Das ist ja, deswegen kommt das erst jetzt, weil wir keine Zeit hatten, oder ich beziehungsweise keine Zeit hatte, das Ganze jetzt nochmal neu zu machen, beziehungsweise durch Studium und alles. Ihr kennt das ja, manchmal ist halt einfach keine Zeit. Auf jeden Fall, muss ich gucken, dass ich mich jetzt hier nicht vertödle. So, auf jeden Fall, wie gesagt, wenig Zeit. Aber sind ja jetzt Ende des Jahres. Für die, die von euch noch das Glück haben, zur Schule gehen zu können, ist halt frei. Für alle anderen, die werden sich wahrscheinlich jetzt über die Zeit frei oder Urlaub genommen haben. Als Student ist das halt so ein bisschen. Man hat zwar theoretisch frei, allerdings ist das kein frei im Sinne von frei, sondern. Man ist halt einfach nur zu Hause ohne Vorlesung, aber man hat halt trotzdem sein Zeug zu machen. Ausarbeitung beziehungsweise Nacharbeitung von Vorlesungen, dann Aufgaben für Mathe zum Beispiel oder solche Sachen. Ist jede Menge zu tun. Und ich habe so das spezielle Talent, das geht vielleicht einigen von euch auch so. Sobald es irgendwie ist von wegen frei, man muss nicht mehr, oder also beziehungsweise pseudo-frei, man muss halt nirgendwo hin, man hat keine direkten Verpflichtungen, dass man früh aufstehen und irgendwo hinwackeln muss, denkt sich mein Körper immer sofort, jo, jetzt haben wir die Zeit, das ist die Gelegenheit, machen wir krank. Ja, und so war es dann halt auch. Weihnachten, wundervoll, krank. Das wird man jetzt vielleicht noch so ein bisschen hören. Ja, ist jetzt nicht ganz so geil. Und der Start war jetzt hier auch nicht so geil, um mal wieder auf das Spiel zurückzukommen. Es könnte sein, dass wir von Sylvanisch jetzt ziemlich auf den Sack bekommen. Müssen wir mal gucken, wie wir aus der Nummer wieder rausbekommen, irgendwie. Doris Exitone ist ja jetzt auch nicht mehr. Wäre jetzt eine der wenigen Situationen, in der es vorteilhaft wäre, mit Exitone jetzt irgendwie was zu machen, aber. Ja. Es ist jetzt doof. Wir kommen zwar auf eine Vierer-Exit. Halt aber auch nur auf unseren kleinen hässlichen Pseudo-Seelenlastler. Das hilft uns jetzt alles gar nicht. Aber naja. Gut, was willst du machen? So. Was können wir als nächstes machen? Wir können uns einen Kepler holen. Mit Kepler können wir uns dann Sumpfkönig holen. Mit Sumpfkönig. Oder wir können auch keinen Cäsar-Ragnarok machen. Gut. Mit Sumpfkönig könnten wir dann. Ja, es ist jetzt schlecht. Es ist jetzt alles nicht so wirklich geil. Aber immerhin kriegen wir nicht ganz so viel Schaden. So, müssen wir auch mal gucken. Ich weiß jetzt gerade wirklich nicht so wirklich, was man so wirklich, wirklich jetzt nicht machen kann. Warte mal. Abwerfen. Okay. Was zum Geier? Den kenne ich.
Aber gut, den kenne ich zwar schon, aber ich habe noch nie gesehen, dass den jemand spielt. Aber gut. Alter Def. Auch nicht so schlecht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich kann den abwerfen und mir den Schleim wiederholen. Dann könnte ich eine Fusion von der Hand machen. Und könnte mit Kepler und Sumpfkönig auf Cesar Ragnarok gehen. Puh, ja, ob das jetzt so geil ist, ist eine andere Frage. Es ist eine andere Frage. Zeigen. Aber es ist wahrscheinlich das Einzige, was uns momentan so bleibt. Von der Hand abwerfen. Genau. Holen wir uns den da wieder. Dann kommt jetzt das Kepler. Gut, wir sind dann zwar ungeschützt, weil wir Kepler im Angriffsmodus rumliegen haben. Gut, ich hätte auch so pendeln können, aber das hätte uns nicht gebracht. So, genau, einen dunklen Vertrag mit dem Sumpfkönig. Dann machen wir das da. So. Das ist jetzt alles nicht so geil, aber besser als nichts. Die beiden. Aber ich kann mir Kepler wieder hochgeben. Das macht die ganze Sache. Dann lassen wir einmal pro Spielzug. Karte. Ja gut, egal, da brechen wir durch. Ich nutze den Effekt, gib mir den wieder hoch. Und hänge dafür den da dran. Mehr Angriff, durch. So, jetzt muss man gucken. Es ist zugegebenermaßen ein bisschen ungeil, jetzt das so zu machen, aber für die, die... Scheiße. Ja, gut. Das ist jetzt nicht so geil. Müssen wir halt nächste Runde gucken. Wir haben auf jeden Fall nochmal Kepler. Das bedeutet, wir können uns nochmal einen Vertrag holen, der uns nichts bringt. Klasse. Gut, aber haben ist besser als nicht haben, könnte man sagen. Falls wir das überhaupt nicht überleben. Ich habe da gerade so ein paar Bedenken irgendwie. Ja gut, das ist ja gar nicht so schlecht. Das stört uns jetzt eigentlich überhaupt nicht, weil, wie gesagt, Kepler. Also war das doch vorteilhaft, dass wir Kepler hochgenommen haben. So ist. Ja, gut. Das ist nicht so geil. Vor allem, wir haben jetzt gegen Fallen den Vertrag, der uns jetzt gar nichts bringt, weil Sylvanisch an sich keine Fallen spielt. Ja, ist nicht so geil, aber gut. Ach, komm schon. Ja, na klar. Neuner Synchro. Was? Gut, dann halt nicht. Okay. Wie es aussieht, geht ihm auch so langsam das Pulver aus. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was haben wir hier. Ich könnte noch einen Cesar Ragnarok machen. Ich werde auf Nummer sicher gehen und die Spezialbeschwörung hier nehmen, weil wir haben gerade sowieso nichts wirklich Gutes auf der Hand. Deswegen gehe ich mit dem lieber in Death. Genau, so. Und dann holen wir uns den da. Und damit können wir uns ja das x-beliebig Gutes holen. So. Was Gutes. Vielleicht sollten wir versuchen, ein bisschen weiter vorauszudenken. Ich werde jetzt wahrscheinlich Cesar Ragnarok wieder nehmen. Der Rest bringt uns alles nicht wirklich was. Wir haben halt eine Normalbeschwörung. Ja. Wir haben auch keine Einer-Exit.
Okay. Deswegen nehme ich mal Leonidas auf die Hand, damit wir nächste Runde was haben, um es zu schützen. So. Ach, ich habe nur einen drin, ey, aber ich schlau war. Gut. Ja, 7, ne? Ja, gut. Hätte ich das gewusst, oder hätte ich. Gut, gewusst hätte ich es haben sollen, aber. Habe ich keine Wahl, muss ich so rum machen. Den lasse ich da und ich werfe. Oder beziehungsweise ich entferne den da. Und da hat er die Verbindung verloren. Gut, ich wäre jetzt mit 3000. Wäre ich da jetzt reingerannt, dadurch wäre das Ding weggegangen. Und dann wäre er wahrscheinlich fast im Arsch gewesen. Und im Zweifelsfall hätten wir da noch die ernste Warnung gehabt. Und ja, wir hätten halt den Vorteil gehabt, wir hätten dann nächste Runde, sagen wir mal, bei ihm wäre nichts mehr gekommen, beziehungsweise das, was gekommen wäre, hätten wir mit der Ernsten weggeräumt, dann hätten wir halt einfach gewartet, wir hätten einmal 1000 Schaden bekommen, dann hätten wir noch 300 gehabt, Effekt von Leonidas, gespielt, 1000 zurück, wären wir bei 1,3 und hätten keinen weiteren Effektschaden bekommen und dann hätten wir halt richtig losrocken können, also ich denke mal, wir hätten das jetzt noch gedreht bekommen. Auf jeden Fall, ich denke mal, ihr habt gut, ja, nach so langer Zeit, wie ihr es gesehen, wie gesagt, da entschuldige ich mich nochmals für, aber ich versuche das jetzt irgendwie so vorzuschieben, dass es halt, oder beziehungsweise so vorzuproduzieren, dass es halt so irgendwie funktioniert. Ja, wie gesagt, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat es gefallen und ja, so viel bis dahin, bis zum nächsten Mal.